Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Minecraft Survival. Jo! Und wir sind stehen geblieben beim letzten Mal, ja? Erzähl erstmal, wer dabei ist, ja? Gute Frage, seit 70 Folgen ungefähr oder drüber über 70 Folgen sind halt dabei. Der Murdy da hinten, der läuft da, guck mal, der macht ja gerade das Feld jetzt hier. Ich glaube, es ist das Kartoffel, nee, das Zuckerrohrfeld ist es, genau. Und der Big Mana, der gerade in der Höhle ist irgendwo, keine Ahnung wo. Und natürlich mit mir, dem Ingo Viva. Und ja, jetzt wollen wir erstmal allen die Möglichkeit geben, sich auch zu nicht zu begrüßen, sondern sich vorzustellen oder halt Hallo zu sagen. So Jungs, ihr dürft. Tag. Hallo, mein Name ist Börje. 20 Jahre alt und seit 3 Jahren anonymer Alkoholiker. Ich trinke sehr viel Milch. Das tut mir. Ja, wie gesagt, mein Name ist Murdy, ich bin bei den anonymen Alkoholikern rausgeflogen und mache jetzt eine Therapie wegen Sexsucht. Genau. Und ich bin, wie gesagt... Warte mal, wir haben es falsch gemacht eigentlich, ne? Nein. Wenn er den Namen vorstellt, müssen wir erstmal sagen, hallo Murdy. Ja, stimmt. Alter, das ist doch jetzt scheiße. Hallo Murdy. Hallo Murdy. So. Hallo. Und ich bin, halt auch hier bei den Alkoholikern anonym, aber ich wollte eigentlich gar nicht hierhin. Ich wollte eigentlich zur Fettleibigkeit. Aber ja gut, Fettsucht. Wie nehm ich zu und nehme vom Bart ab, oder wie? Ja, irgendwie so, ja. Ne, auf jeden Fall, ja. Voller kranker Haufen hier, ne? Alle denken so, ich bin ein Taliban, dabei mag ich Marzipan. Der war jetzt... Ich sollte die Sarah zerwitze lassen. Ja, der war... Also der war wirklich... Der war nicht gut. Nee. Der war überhaupt nicht gut. So, wo ist das Lager? Da ist das Lager. Jo, dann ist das Weg. Der Weg ist auch fast fertig. Meine Freunde, ich bin ja, wie gesagt, hier seit, gestern am, wie soll man es so schön ausdrücken? Am Ernten. Genau, er ist ein Erntehelfer. Ja, den habe ich eingestellt. Und er erntet jetzt von automatisch. Das ist genauso wie bei Landwirtschaftssimulator. Und ja. Ja, nur dass ich beim Landwirtschaftssimulator Geld krieg und hier nicht. Das ja. Stimmt. Ja, das ist auch kostenlose Arbeit, ja, hallo. Alter, ich jetzt sei in polnisch Gastarbeiter oder was? Ja, sicher. Ausbeute, ich gehe zu Merkel. So, dann werde ich jetzt mal. Dadurch, dass ich jetzt mein Häusler, also das Bootsdings, fertig habe, werde ich jetzt ein paar Sachen packen, ja, ein paar Äxte, dies, das. Und wenn ich mit dem Boot, werde ich jetzt halt mal ein bisschen so auf Erkundungsfahrt gehen. Da habe ich mal Bock drauf. Mordi, wetten wir, wann er stirbt? Ich sag, er säuft ab. Ja. Hallo. Irgendwas passiert doch da. Aber obwohl, nee, das geht ja auch nicht, ne? Weil, wie war das, Ingo? Fett schwimmt oben? Nö. Nee, ist das nicht mehr so? Nee. Das war, hallo, das war noch nie. Wer hat denn auch gesagt, dass du fett bist? Ach, das sagt so, sagen so einige. Nee, gut. Weil ich selber. Ja. Gott, der Bibel, ey. Hier bringt mich voll aus dem Konzept hier. Ich irre gerade hier das so rum. Das war ja auch mein Plan. Das war ja auch mein Plan. So, dann habe ich das. Oh, eine Spitzhacke muss ich mir noch machen. Das. Schaufel, sehr gut. Das. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt einfach mit dem Boot, da habe ich echt mal Bock drauf. Mal für so ein paar Folgen mal einfach so die Gegend erkunden. Aber nur mit dem Boot. Immer aussteigen, kurz was holen, wenn ich was sehe. Vom Rand aus wieder einsteigen ins Bötle. Ins Bötle. Mein Gott, hört sich das schwul an. Du bist auch der Gaylord, wa? Der Gaylord. Hallo. Ich bin's, eure Magda. Ja, geil, Alter, von der Wolga. So, mehr nehme ich nicht mit. Essen habe ich ein bisschen was mit. Wie gesagt, ich muss auch auf Jagd gehen natürlich dann, ne? Weil es auch so der Hauptgrund, weil ich habe auch kaum was zu essen. Ich könnte natürlich immer Brot nehmen, aber ein bisschen Fleisch, ja, so ein Steak, so ein saftiges, wäre schon was richtig Feines. Und, Ja, Mann! Oh, schon wieder, ey. Ich glaub's nicht. Alter, wie, was für ein Glück. 9 Stück. Diamanten.
Diamanten, ich hab Diamanten. Oh, voller Angeber. Aber war schon immer so. Das ist schon seit Anfang an irgendwie gewesen. Angeberisch voll veranlagt. Was? Du. Ich doch nicht. Nein. Ich hab nur halt Diamanten gefunden. Ich wollte euch höflich darauf hinweisen. Hä? Denn ich bin ein netter Mensch. Schmarotzer, ne? Willst du einen Diamant abhaben, Mordi? Jo, ich fahr. Halt. Und mein Boot ist kaputt. Das gibt's doch nicht. Fahr gerade um eine Kurve hier. Boop. Haben wir das nicht gerade gesagt? Mordi. Ja, so. Nein, ihr habt gesagt, dass ich sterbe. Ihr habt nicht gesagt, dass ich jetzt... Alter, am besten ich hätte mir mal so, weiß ich, so 100 Boote mal... What? Schon wieder tot. Hä? Ja gut, ist auch Nacht, Alter. Wie soll ich nachts denn was sehen? Ganz ehrlich, ey. Na, Fackel? In der Hand? Oh, bist du lustig? Ja, man kann aber den Rand nicht so hundertprozentig sehen. Da habe ich Eisen übersehen. Komm, nochmal. Probier's jetzt nochmal. Und Redstone. Nice. Und Level, ne? Redstone. Das hat Unge, ne? Hat das bei seinem Minecraft Varo gemacht. Immer wenn er nice sagt, kommt so ein Typ, so mit so einem Bart aus so einem, keine Werbe. Hä? Und ja, wie aus so Werbung so. Und der Typ macht so, warte. Nice. Und das hört sich aber, das musst du dir mal angucken, das hört sich sowas von. Komischerweise habe ich Unge noch nicht als Varo, also als Varo, im Varo geguckt. Ne? Ne, irgendwie nicht. Dena, ne, Dena ist ja schon raus. Rewe, Paluten, na, die sind. Rewe ist jetzt tot. Also mit Paluten kann ich nichts anfangen, ey. Ne? Ne. Alter, was ist mit dem. Also gerade mein. Okay, sind überall Monster. So, mal schauen, wie viele Diamanten ich noch auf dieser Jagd finden werde. Oh. Das liegt daran, dass ich hochlade bestimmt. Dass mein Internet jetzt nicht ganz so toll ist. Ich würde auch mal sagen, Jungs, dass sich Kürbis ja dann irgendwann mal nicht lohnt und eigentlich so gut wie gar nicht lohnt. Das stimmt. Würde ich das dann eher mal sogar so sagen, dass wir dann an dem Kürbisfeld, was ja jetzt da ist, und wir später Wassermelonen finden, dass wir da ein Wassermelonenfeld hinmachen. Ja, bin ich dafür. Ja, natürlich, das wäre auf jeden Fall am besten. Und ich sammle gerade hier Seerosen ein. Seeroses? Ja. Und ich hab mal beim Möhrenfeldchen mal noch. Alter, hier sind ja auch noch. Sand bräuchte ich eigentlich. Haben wir hier zweimal Möhren? Nee, einmal. Einmal Kartoffeln, einmal Möhren. Dann könnte es sein, dass das Kartoffeln sind, Mordi. Ja, gut, die sehen eigentlich vom Texturepack eigentlich fast gleich aus. Gut, dann müssten das hier die Erdäpfel sein. Erdäpfel. Gut, weil nämlich die Karotten, habe ich nämlich jetzt auf Deutsch gesagt, hier die Möhrchen. Gib mal lecker die Möhrchen. Oh, da kommen Zombies. Die habe ich jetzt schon abgebaut, also Zuckerrohr ist auch schon abgebaut. Hm? Jetzt ist dran, die Kürbis. So. Ich soll auch mal ein bisschen Sand mitnehmen. Oh, da kommt schon wieder ein Monster. Ein Zombie. Alter, wie viel Redstone ich schon wieder jetzt gefunden habe, ey. Oh, nee. Ja, Redstone ist, finde ich, so uninteressant. War gefunden. Ja, ist ja auch okay. Boah, so nachts hier unterwegs zu sein, ist echt ein bisschen gruselig. Alleine. Ob das Slenderman. Mhm. Wie war denn jetzt eigentlich das Spiel? Delivery oder wie das gruselig. Heißt? Gruselig. Ich hatte Angst, echt. Ja, du hast Angst gehabt. Ah! Ja, echt jetzt. Ganz ehrlich, Outlast, sage ich immer wieder, hatte ich komischerweise nicht so viel Schiss. Aber das Spiel. Ja, meistens sind immer die Spiele, die eh so ein bisschen billig, also nicht billig, sondern halt Early Access sind oder so, ne? Wenn das Early Access war, ich weiß es jetzt nicht. Weiß ich gar nicht. Oder so. Ist sowieso meistens. Ach, roter Sand habe ich jetzt, ist egal. So, das reicht erstmal. Auch geil, ey.
Dein ist mein Boot. Das ist auf dem See. Ich sehe es noch. Hoffentlich. Da habe ich eine Eisenader gefunden. Wie man das so schön nennt, ne? Ja. Ja, ich bin wie gesagt hier gerade unterwegs und erkunde so ein bisschen. Es war alles Nacht, ey, und ich denke mal, ihr könnt... Warte mal, was ist das denn da hinten? Ach, das sind wieder die komischen Biome. Mal kurz meine Dingsbums hier, meine Grafik, die Helligkeit auf hell einstellen. Ich glaube zwar nicht, dass das was hilft. Eigentlich eher weniger. Da sind Bäume, da sind Hühner, da sind Spinnen, da sehe ich schon die roten Augen funkeln. Ah, und die Zombies kommen. Ja. Ihr wollt mich, ne? Ihr wollt mich jetzt wegnatzen, ne? Ein paar Schweine. Genau, Essen brauche ich ja sowieso. Wo ist das Schweinchen denn? Babe, Babe. Da ist Babe. Mäh, ihr Schafe. Genau. Mäh, ihr Schafe. Ein Schweinchen namens Babe. Das war immer schön. Da kommen Spinnen. Da kommt die erste Spinne. Da kommt Spider-Man. Spider-Man. Du Bitch. Biatch. Alter, ist das scheiße, wenn es so dunkel ist. Aber gut, ich wollte. Nicht passiert. Wusstest du, Börje, dass wenn man ein Tier mit einem Feuerzeug anzündet, dass man sofort das gebratene Fleisch bekommt? Ja. Gut für Survival-Spiele. Habe ich bei Unge gelernt. Ja, klar. Das ist gut für solche Projekte wie Varo und so. Da hat man sofort das gebratene Fleisch. Ja. Richtig fett, ey. Ich bin ja mal gespannt, wie lange Bram überlebt. Bin ich auch noch ehrlich gespannt. Weil, ohne Spaß, er macht sich mit seinem Teamkollegen, eigentlich muss ich ganz sagen, Respekt. AnyArt ist auch ein Minecraft-Lan-Router. Deshalb, also der hat schon einen guten Teampartner, wo er gut überleben mit kann. Ja, ist mir auch letztens aufgefallen. Also er macht wirklich seine Sache, macht da richtig verdammt gut. Er ist aber sehr angespannt auf Red, das merkt man richtig. Das auf jeden Fall. Aber ja, weil bei ihm ist auch, glaube ich, so ein bisschen so der Druck. Da er die beiden Varus rausgeflogen ist, ja. Hm. Ganz früh. Ja, nach ein paar Sekunden, glaube ich, war das sogar. Ja. Und da ist vielleicht auch der Druck noch ein bisschen jetzt da, wo er sagt, boah, jetzt muss ich endlich mal was geschissen kriegen. Und die sind sehr gut dabei, das muss ich echt sagen. Gut verzaubert schon und alles. Ja, die haben Messerstufe 4. 4. Haben die. Also, Respekt. Respekt. Ja, das könnt ihr ihn echt mal lassen. Das hat er echt sauber nice hinbekommen. Ja, ob ich jetzt abends Fernsehen gucke? Nein, da setze ich mich hin am PC, mache mir was zu essen, dann gucke ich mir die wahre Folgen von Bram. Beim Essen noch während... Weizen, Zuckerrohr. Genau, von Bram und von Ungarn. Wo hast du eigentlich die Kürbisse? Da haben wir ja noch gar nichts mäßig da, wa? Ne, da musst du abernten und... sag schnell. Und dann wieder neu säen. Alter, ja, das hab ich ja, aber die fertigen. Aber die fertigen hast du ja nirgendwo eingelagert. Okay. Da kommt der nächste Zombie. Zombie. Wie soll ich die da jetzt mit reinmachen? Ach, ich mach die erstmal bei Werkzeuge mit rein. Ja, oder du machst halt eine Kiste, eine kleine, weil ich glaube, Kürbis wird eh nicht so das Produkt sein, was jetzt ganz häufig von uns verwendet wird. Ja, nur, das Problem ist, für die Kiste haben wir hier noch nicht mehr Platz. Ach so. Dann hätte ich eine Etage höher bauen müssen. Ja, nee, ist klar. Dann hätten zwei Kisten drüber übereinander gestapelt. Hm. Hm, aber wie können wir es denn am besten machen, ne? Ja, ich hab die jetzt erstmal bei Werkzeugen mit reingelegt. Ja, na, ist okay. Dann machen wir das dann so, dann nehme ich die 25 dann halt mit zu mir und lager die bei mir mit ein. Ja, oder so, genau. Ui, ui, ui. Was ist? Da ist ein Lavasee. Lava, Lava, Lavasee. Und ich bin fast reingefallen.
Räusche mal zu, ich bin mal so assig. Ich wollte mir letztens einen Minecraft-Skin machen, ne? Ja. Ich krieg das, ich weiß nicht, ne. Du kannst ja auch nicht runterladen, ne? Ja, aber die gibt's dann, haben andere Leute auch, ich will einen einzigartigen haben. Ja, ich habe ja auch einen hässlichen, einzigartigen. Oder vielleicht da draußen, wenn einer das Video jetzt schauen sollte und sich damit auskennt und sowas machen kann und so, kann er sich ja mal melden und dann, ja. Kann er mir für mich so ist es. Minecraft-Skin machen, weil da hätte ich echt mal Bock drauf, ja, einen gut, eigenen zu haben. Ja, sag ich auch, wenn mir jemand online nur einen machen will, weil ich finde, das war mein. Einfach, wer sich bereit erklärt, uns da aus der Patsche zu helfen. Yay, wir würden uns gerne über einen Minecraft-Skin freuen und ja, mal gucken. Aber nicht irgendwelche Vorgefertigten, die müssen schon dann. Genau, die müssen schon. Das muss halt schon ein bisschen was Spezielleres sein, was aber halt mit dem Thema Minecraft zu was tun hat. Was eigen? Jeder Let's Player hat einen eigenen Minecraft-Skin, muss man dazu sagen. Genau. Also die Minecraft machen. Das möchte ich auch. Ich auch. Oh, hier ist eine Höhle. Ich hab eine Hölle gefunden. So, dann geht's weiter. Gut. Boah, ich bin ja mal gespannt auf das neue Intro und so, Will. Da bin ich auch mal drauf gespannt, wenn. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Der hat ja gesagt, der macht erstmal jetzt eins fertig. Du bist so ungeduldig. Ja, ein bisschen schon. So, Ingmar, Abmoderation übrigens. Ab. Okay, warte, ich muss kurz einmal. Ah, ich bin gerade im Wasser drin, so. Oh. Warte, ich schwimme kurz raus. So. Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen heute wieder bei Minecraft Survival. Lasst dem Video einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit dem Big Mana. Dem Mordi. Und dem Ingo Viva. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.